So, jetzt geht's los. Ja, praktisch alles aufgefüllt, von allem sehr viel und so weiter. Soll eigentlich ganz gut klarkommen. Ja, fürs. Medizin. Das kann man ja schon alles, was uns hier ausgeleuchtet hat. Klettern. Ja, eine tolle Neuerung ist, dass ich im Buch jetzt meine Stats nicht mehr sehen kann. Mal gucken. Da, keine Ahnung, was da ist, ist alles drunter. Das kann man wohl noch sehen hier. Aber das. Ins Wasser, oder? Ah, jetzt bin ich. Scheiße. Das heißt, wir wollen nicht mehr rot, ne? Ist auch kackegal. Wir müssen eh schwimmen später. Was ich eben lustig finde, ist, die hatten ja gesagt, wir haben das Cliffhanger ja so viel verbessert in den Höhlen. Guck mal auf meine Füße. Hier geht's noch. Ich bin der. Ne, warte mal. Beim letzten Mal bin ich hier direkt in den Felsen rein. Und das war hier an der Stelle immer ein Problem. Ich hatte hier nämlich mal ein Lagerfeuer hingebaut und da dachte ich, das schwebt also super in der Luft. Weil man hier einfach so in den Felsen reingehen konnte. Na gut. Schon besser. Voll. Sauerstoff habe ich auch genug. Ups. Zu laufen. Ich habe drei Mods. Einmal diesen No Auto Aggression, dann den Spawn Mod. Ich habe die Monster ausgeschaltet und die Pale und so weiter rein und ein bisschen zufällig auch. Und ich habe Longer Day and Nights von Alles Cool Enter. Weil die kann sie ab, wenn das. Also erstmal, du läufst 5 Meter und dann brauchst du schon wieder was zu essen. Und die andere Geschichte ist, dass man praktisch tagsüber kaum Zeit hat, irgendwas zu machen, weil man sofort, wenn sofort wieder Nacht ist. Das ist original, ist glaube ich 15 Minuten oder 20 Minuten hell und dann ist schon wieder Nacht.
Feuer haben wir hier noch. Und weiter geht's. Ja, da eingehört. Ich will mir ein bisschen beeilen, weil in der anderen Höhle, da müssen wir gleich noch einen Moment bleiben und wir können nur begrenzt Vorrat mit uns schleppen und essen und trinken. Das ist die, wenn er ein Feuerzeug joggt. Die müssen aber wieder da sein. Oder einer. Weiß nicht. Einer. Das ist nicht wirklich ein Problem. Die müssten nicht wieder erscheinen. Ich will nur mal eben gucken, eigentlich müssen wir hier ins Wasser. Und da sind auch keine mehr. Also können wir die. Es gibt keine Möglichkeit, hier irgendwie zu speichern. Das ist auch noch so eine Sache. Deswegen auch. So, hier ein bisschen Gas geben. Ja, der Wagen ist voll. Jetzt geht's hier runter. Jetzt mal hier rum. Oh, ist echt dunkel wie im Bergwerk. Das Unterwasser ist eigentlich ziemlich cool. Gibt's kein Feuer. Das hier selber finden.
Schild. Ach nee. Eigentlich noch warten mit dem Feuer, weil das kostet Stöcke. Und wenn ich mich recht erinnere, wir müssen gleich hier eins bauen. Achso, ja, Keycard, weiß ich noch. Die haben wir ja schon. Die gibt. Was sehe ich da? Der Penner. Und ich zitter. Vor Kälte. Ja, wenn man so kalt ist, was man da machen muss, ist sich bewegen. Wird er nicht so schnell kalt. Oder dann nimmt man keinen Schaden von der Welt. Solange man sich bewegt. Hat noch weniger Energie. Weil glaube ich war über also nichts, oder? Oh, ich kann die Map nicht haben, weil ich den Pimpfer auf der Schulter habe. Okay. Schon wieder eine Videokassette. Weißt du was? Wir machen das jetzt. Baue jetzt ein kleines Feuer ein. Videos angucken. Megan's Arrival. Was ist das, Megan? Lunch with Megan. Zum Rollstuhl. Welches ist das? Side Effects. Wir haben gerade geguckt, Opening the Artifact. Meines Kind noch. Break out. So eine kleine Bitte. Du bist natürlich auch nicht, wie alt das ist, ne? Das kann ein Monat her sein, das kann auch ein paar Jahre her sein. Ja, ist schon wieder kalt. Wollt ihr mich verarschen?
Grip voll am Arsch. Meine Werte kenne ich auch nicht. Ah, scheiße, wir gehen jetzt runter. Aber ich glaube, das Fahrzeug ist definitiv verbessert worden. Ich würde schon wieder atmen. Könnte ich hier sehen nichts machen, weil ich total eingefroren bin. Aber ich kenne die Gegend ja schon. Ne, rechts. Hier ungefähr. Wir bauen uns hier einen Lagerfeuer hin. Mal Point of Defense. Wie warm. So, Hungerbein sehen, da hinten. Zack. Da ist er. Das klappt ja hier mit dem Clipping. Das sind alles die Pale Skinny, also die echt dünnen. Können wir uns noch drauf, oder? Jetzt wird bald nichts mehr tragen. Zumindest keine Knochen mehr. Nein,
Ja. Nichts mehr da. Oh, so schade. Speer, aber oh, alles auf Brain. 6x2. Sind noch alle viel mehr. Keine Ahnung, wo die sind. Muss ich jetzt auch nicht wissen. Ist eigentlich nicht so viel zu sehen, nur einfach nur durch, würde ich sagen. Lass mal, mal gucken. Ja, was ist hier noch? Was hat das? Der Tunnel. So, hier ist der Eingang. Funktioniert. Krass. Ich frage mich, ob man das Tool mitnehmen könnte. Gibt es auf jeden Fall wieder Farbe. Hier könnte man jetzt noch hoch. Armbanduhren oder sowas. Hier runter hupfe, da komme ich nie wieder hoch. Das ist der absolute Point of No Return. Da geht's in die Sahara Labs. Hier kann man ja wieder runter, ne? Glaube ich. Ich will gar nicht rein. Weil das beendet das, also zwangsläufig beendet es das Spiel. Muss dann halt diesen Sahara-Level durchspielen und das war's. Ende. Warum? Was mit meinen Frames los? Ist hier noch was zu gucken? Unter Wasser nichts. Ist einfach, wenn wir links oder rechts dann vorbeispringen. Zumindest nicht vom letzten Mal, ich weiß. So. Nix. So, hier kann man auch vorbei schwimmen. Nix, nix, nix. Ganz viele nix. Wow. Boah, ich erschrecke mich da mal. Ich geh jetzt erstmal zum Feuer. Scheiß drauf. Oh, Scheiße. Jetzt geht's los. Da ist noch einer.
Lassen wir schon unser Feuer noch. Oh geil. Der hat die Zünde noch Feuer. Der sich jetzt wehgetan hat, als er auf mich draufgesprungen ist. Das sind all diese neuen Anzeigen. Ich sehe zwar, ich habe gar nicht gesehen, dass ich Durst habe. Ich weiß gar nicht, warum die verbrenne. Ich kann hier nichts machen. Ganz viel nix. Oh, das ist eine Enttäuschung. Aber das wusste ich schon. Wenn man diese Level das erste Mal spielt, das ist so krass. Das sind so Sachen, die vergisst du nie mehr. Wieso kann ich... Der sagt hier Knochenfall, ne? Sagt da Knochenfall. Aber dann würde ich hier den Kringel anzeigen, wenn ich was bauen könnte. Wie hier zum Beispiel? Nee, kann ich auch nicht, aber auch 5. Wahrscheinlich, dass ich hier nochmal herkomme. Oder? Hat sich der eine hier versteckt, oder? Ganz viel nix. Das war's. Also der Großteil hier findet eben im Sahara-Bunker statt. Da, also ich wollte nur mal gucken, wie weit man eigentlich gehen kann. Mal auf die Karte gucken. Ja. Ich habe jetzt so ziemlich jeden einzelnen Winkel aller Tunnelsysteme erkundet. Bis auf Sahara eben. Und da kommt man nicht mehr raus, wenn man das mal runter ist. Wir kommen hier doch mal hoch. Ich bin auch noch nie rückwärts gegangen hier. Interessant. Okay. Ich kann jetzt auch runterhupfen, oder? Hier kann man hier wieder hochklettern. Mal unser Feuer, ne? Noch mehr Knochen. Was ist die Videokassette jetzt? Gut. Ne, das war nochmal Arm Seekbreaker. Oh, ganz viel nix. Da haben wir eigentlich eben auch. Ah ja, der. Weil hier die kann man kaputt hauen. Hier bin ich auch schon runtergetaucht, da ist auch nichts.
Also hier in den Löchern. Ja, dauert mal. Ja. Da unten ist auch nichts. Das ist, weil wenn du hier ins Loch fällst, dann kannst du darüber tauchen und hier wieder rausklettern. Auch nichts. Ah, hier, das führt alles in eine Runde. Oh Gott. Ja. Oder nicht? Oder doch? Ja, doch, hier war mal. Praktisch herkommt, es gibt nur den einen Weg. Hier müssen wir jetzt tauchen. Hier waren wir ursprünglich aufgetaucht. Ja. Hier mal Gas geben. Mal ja gegenüber im Tor. Und ich habe gedacht, oh Mann, das ist jetzt eine, die fettlange Reise und das war jetzt richtig kurz. Das war eine, wie jetzt mir länger vorstellen. Ja, was ich sag, was ich meinte ist, das Spiel, wenn man sich nicht spoilert und das erste Mal durchspielt, das ist so intensiv. Beim ersten Mal merkst du dir schon alle möglichen wichtigen Schlüsselmomente und Elemente und was du machen musst, weil du da richtig intensiv am Anfang so mit einem Stock schwarz, wenn man es denn so spielt. Verlaufen hat doch. Hier komm mal raus. Ich dachte schon, ich bin jetzt für immer da unten gefangen. Land. Das olle Ding weg. Oh. Jetzt haben wir da einzelne Pfeile nochmal. Ich habe 50 Pfeile deswegen. Kann ich keine Pfeile mehr herstellen. Unsere Ausdauer ist so magisch. Ich versuche dann einfach jetzt mal beibehalten, meine Diät. Mal hier die Zeichnung. Ach, sie zeigen ja auf dem Boden, wo man lang gehen muss. Oder? Na ja, ist auf. Ja, da hinten ist so noch ein roter Farbtopf. Ja, den habe ich. Ich esse jetzt erst raus. Und eine Zeichnung an der Wand. Oh ja, gut, ist einmal rotes Mannequin. Da, hier zeige ich zum Beispiel mitten in den Stein rein. Das kann also auch nichts Besonderes sein. Einfach ein paar besoffene Einwohner hier, die.
gemalt. Also 066. Oh Gott. Ich finde, die Frames sind schlechter geworden. Die Sichtweite hat sich verschlechtert. Und die Texturen sollen jetzt hochauflösender sein. Tunnel definitiv besser hier mit dem Clipping, dass man nicht mehr überall durch die Steine läuft. Alles ist ein bisschen heller hier in der Höhle als vorher. Das hat mir vorher auch schon gefallen, also das mit den helleren Höhlen jetzt, das ist besser. Also vorher war teilweise hast du echt nur auf den Boden geguckt und dann hast du dir Bodenmuster gemerkt, um zu wissen, wo du bist. Weil du einfach mitten im Schwarz standest, da hast du ja gar nichts mehr gesehen. Du musst hier gleich mal Feuer sein. Ja, und dann werde ich als nächstes einfach mal überirdisch so Sachen machen, Sachen sammeln, die Pistole zusammensuchen, solche Sachen. Ja, warum ist mir eigentlich gerade so weit geschwommen bin? Ja, können wir jetzt weiter. Austauschen. Nee, das sieht eigentlich auch ziemlich geil aus, wenn man da mal guckt. Ah nee, da müssen wir das. Haben wir jetzt verpasst. Das kann ich nur jedem empfehlen, da mal weiter zu gucken. Weil das ziemlich gut aussieht. Da ist auch nochmal ein Zelt, wo man dann speichern kann. Ich muss das mal wieder umfahren. Ja. So, das ist so weit wie ich gehen konnte. Jetzt bleibt nur noch die Oberfläche. Oh, das heißt nur noch, da gibt es auch noch ganz viele Stellen. Und die jetzt mal abforschen, abklappern. Möglichen Sachen einsammeln. Und dann hatte ich eine Idee, was ich bei einem Video gesehen habe. Ich hatte mir hier mal ein Baumhaus gebaut und dann kamen zwei so Feuerteufel oder so Feuerkannibalen und haben den Baum zerstört. Und ich bin mit meinem Baumhaus am Boden gelandet. Der Tatsache. So, obwohl ich die Einstellung habe, dass Player-Spieler-Gebäude oder Konstrukte nicht zerstört werden können. Aber die Kannibalen haben ja den Baum zerstört. Und als der Baum kaputt war, hatte mein Haus nichts mehr. Ja, wo es dran hängen könnte. Fiel auf den Boden und zerbrach. Alle Einzelheiten.
Wie durch ein Wunder blieb ich unverletzt und konnte dann alle 5, 6 Kannibalen um mich herum erledigen. Jetzt bin ich am Überlegen, weil ich hatte das bei dem Let's Play gesehen. Der hatte sich in dem großen Wunderbaum, es gibt einen ganz großen Baum hier, der ist unzerstörbar. Oder der scheint wohl unzerstörbar zu sein. Ich habe mir da was versucht zu bauen. Da wird natürlich keine Standardgebäude funktionieren. Nämlich. Die Standard Blueprints, die passen nur auf die Standardbäume. Naja, so nur so eine Idee. Aber von Höhlen habe ich jetzt auch langsam die Schnauze voll. Das ganze Spiel hier nur Höhle. Wie viele Batterien haben wir hier rein? 23 Batterien, das sollte reichen. Gerade so. Was ich mal mache ist, mir Flares und ja, überlegen, was das auf Deutsch heißt. Stöckerste ich auch noch. Das ist wie so ein Schlafenland hier. Hauptsächlich Stoff. Ege. Ich glaube, die haben meine Munition alle entfernt im in dem Speicherstand. Und? Ist das kaputt hier? Die Lampe hier. Was ist das kaputt? Wollen wir mal Stecker ablegen? Auch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Hier kurz. Boah, essen, trinken, speichern. So. Das war's. Jetzt sind wir wieder draußen. Wollten wir hier oben eiern. Steht doch auch nicht, was ich machen sollte. Schade. Ja, muss ich mir jetzt erst einen Plan machen. Machen wir als nächstes mal. Und hier, wie sieht's aus? Jetzt oben, ich müsste auch weiter nördlich erkunden. Um das Loch bin ich ein paar Mal rumgelaufen. Die Eingänge habe ich natürlich alle. Ja. Ich glaube, nach Norden hat die auch schon ein bisschen geguckt. Also auf jeden Fall so weit wie da hinten, wo beim Strand dort die Dings mit der roten Farbe sind. Weil ich wollte überschreiten, ich glaube die, wenn ich mir eine Basis baue, eine richtig große, fette,
Die coolste Stelle wäre da hinten, glaube ich. Das ist an so einem Hang. Und da ist direkt ein kleiner Teich daneben. Was ist denn das Rote? Achso, das ist ein Busch. Der Busch. Wo war das? Das ist direkt hier. Und die Aussicht ist aber so mega. Nicht so hoch, das ist so ein Eis. Schnee. Schnee. Kalte Füße. Ne, das muss hier unten sein. Ah ja. Die muss ich an. Na, hier ist der Fluss. Das wäre praktisch zu weit. Weiß ich jetzt nicht, wenn ich die Stelle nochmal finde, aber das ist auf jeden Fall, hier ist so ein Hang. Hier unten in der Senke ist dann so ein kleiner Teich, wo es Fische und Wasser gibt. Geradeaus ist ein großer See, wo es Krokodile und was nicht alles gibt. Ich meine, das ist der See hier. Wenn ich den kleinen Tümpel finde. Der macht mal Licht. Ach, das ist mein Eingang. Aber wollen Sie mal sehen. In dem Fall danke. Tschüss.